Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine Zuschauerfrage von Ole. Und er hat Wert darauf gelegt, dass es seine erste Zuschauerfrage ist. Und Ole hat dann seinen Koi immer wieder beobachtet, dass die kleinen störenden schwarzen Punkte, genannt Jimmy, erscheinen bei Kohaku, bei Sanke, bei Shoba, egal von welchem Züchter die Koi sind. Jetzt hat er mich gefragt, was ist eigentlich der Grund? Macht er irgendwas falsch? Ist es die Umwelt? Ist es die Genetik? Was ist es? Und das würde ich jetzt gerne Makoto fragen. Kyo ano shimi ni tsuite hanashitai. Ano hontou no shimi no shimi no hontou no ryu wa nan desu ka? Sore wa genetic desu ka? Ano misu no hinshitsu desu ka? Ano tenki no mondai to ka? Ichiban okii no wa genetic no mondai da to omoimasu. 2番目? 2番目 wa 水かな。何の水はシミが出る？何の水の中にあのシミが出る？硬い水。硬い水。うん、そのあなたの考えです。硬、うん、い水とかあとその鉄？うん？鉄。鉄ってわかる？ね。アイアイアン。アイロン？はい、それそれ。はい。それが。あ、鉄。鉄。はい、鉄。それが多い水とか。Also, er sagt als erstes, der größte Faktor für Shimi sind, ist die Genetik. Da unterscheiden sich von Blutlinie zu Blutlinie. Da gibt es jetzt, ich will da jetzt keine Namen sagen, um keine Koi-Züchter hier in Misskredit zu bringen. Es gibt Blutlinien, da weiß man, da kommen die Shimi stärker als bei anderen Blutlinien. Es gibt eine ganz große, zum Beispiel Kohaku-Blutlinie, die wurde extra dahingehend eigentlich gezüchtet, dass die Shimi nicht so stark rauskommen. Und jetzt sagt Makoto noch, aber da werde ich jetzt nochmal nachfragen. Er sagt, die Wasserhärte würde noch eine Rolle spielen. Dass in hartem Wasser die Shimi leichter rauskommen als in weichem Wasser. Und dann hat er noch gesagt, aber ich glaube, das betrifft uns jetzt in Deutschland nicht so sehr, dass wenn der Eisengehalt im Wasser sehr hoch ist, dass dann die Shimi auch noch leichter rauskommen. Anata wa ano katai misu no nakate ano shimi ga deyasui. でも硬い水は何ですか？何が硬い水？あのカーボンハードネス、水のカーボンハードネスとかあのリルな水は硬く見える、はい。他の水はやばく見える、はい。それは見るの問題？それはあの KH の問題？GH かな。GH。GH。あなたの考えはあの、GH は大きいだったら。うんうんあのシミが出やすい。そう。どうして？結果。特にその周水とかあの五色とかアサギとか時々そのシミって言えばいいのかな、黒いちっちゃいスポットがこうつぶつぶつぶって、はい、してる。それはでも本当にハードウォーターの方がそのケースは多い。でもあの日本で、あのどこでも柔らかい水です、はい、どうしてあなたは知ってる？例えばちょっと待って、翻訳、はい、Also er sagt、er bezieht es auf den GH-Wert, auf die GH-Härte, dass dann die Chemie leichter rauskommt. Also wenn man eine hohe Gesamthärte hat, kommen sie leichter raus. Er sagt zum Beispiel bei Asagi oder bei Shusui, diesen kleinen Punkte, man kennt sie vor allem bei Asagi, kenne ich sehr häufig, man sieht sie auch manchmal bei Shusui. Und er sagt, dass die in hartem Wasser leichter rauskommen als in weichem Wasser. Jetzt will ich natürlich wissen, worauf er seine Aussage stützt, weil hier in Japan haben die ja eigentlich alle weiches Wasser. Und das ist die Stelle? あと外国に送った時にそのなんだろうヨーロッパとか、うん、送ってヨーロッパの水は硬いでしょ、ヨーロッパの池で見る周水とかの方がちょっと黒いやつが多い気がする。Also er sagt jetzt, er geht natürlich ins Ausland, auf die Antwort habe ich auch gewartet. Und er sagt, wir in Europa haben ja härteres Wasser und dass er da häufiger beobachtet, dass die Shimi rausdrücken als in weichem Wasser in Japan. So, wie machst du das? Europa. Demo Sumi no Development wa ano futsu no Sumi. Ano hontou ni mizu wa yabarakai mizu ga katai. Ano kankenai.
どうして趣味は関係ない？でも趣味は関係ある？それはわからない私も。でも趣味は全然関係ないね。はい。Ich habe ihn jetzt gefragt, weil wir wissen ja, dass mit der Gesamtherde oder Carbonatherde, dass die Schwarzentwicklung, also wir reden jetzt nicht von Chemie, sondern vom normalen Schwarz, dass sich da nie ein Unterschied gezeigt hat. Also das ist wirklich Tamatama im japanischen Zufall. Warum entwickelt sich Schwarz unabhängig von der Wasserherde, aber die Chemie, die ja auch schwarz sind, warum gibt es da seiner Beobachtung nach einen Unterschied? Dann sagt er, davon hat er keine Ahnung. Und das muss man auch sagen, alles, was wir hier sagen, basiert natürlich auf Beobachtung, natürlich langjährige Beobachtung. Er macht jetzt auch schon Koi seit 20 Jahren, ich mache es auch schon ein paar Tage. Und irgendwo findet man immer wieder die Schnittmenge zwischen den Kreisen und dann, ja. Arigato gozaimashita. Hontoni omoshiroi. Honto? Honto. Ich habe gesagt, war wirklich interessant, was er gesagt hat. Dann hat er gefragt, wirklich, wirklich? Japaner sind immer ein bisschen unsicher, gell? Süße Maus. Und wenn man sie anfasst, das mögen sie gar nicht.